Wo? Auf jeden Fall muss ich jetzt Wutanfall drücken. Er ist ausgewechselt zu seinem Lapras. Und ich habe geflucht und jetzt gehe ich mal für einen Wutanfall. Ich weiß, dass er gerade War im Team hat. I know, Freunde. I know this. Aber Godzilla muss ein bisschen Work hier reinstecken. So, jetzt sollte der Stream auf jeden Fall wieder gehen. Alter, easy mal ein Crit, bitte. Danke, what the fuck? Ja, der Stream sollte jetzt auf jeden Fall wieder gehen. Ja, läuft, Freunde. Und jetzt sind wir natürlich wieder verwirrt in der zweiten Runde und so, ne? Aber in Ordnung. Bei mir laggt's noch etwas. Aha, interessant. Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht. I don't know. Ich muss gleich mal etwas nachkontrollieren. So, auf jeden Fall, Dark Jumper schreibt, gut, dich wiederzusehen. Hoffe, jetzt kommt wieder mehr. Und ich würde gerne einmal Mega Sherrock bei dir sehen. Also, wenn das klar geht. Natürlich, machen wir. Machen wir. So, komm ich durch, bitte. Damn, komm schon. Ich ging für ein Erdbeben und war auf plus 3. Dieses Gardevoir wäre weg gewesen. Und ich komme schon wieder nicht durch. Das ist die zweite fucking Verwirrung. Oh, Junge. Ernsthaft? Meine Fresse, Alter. Das ist richtig ätzend gerade. So. Aber in Ordnung. Ich gehe jetzt für einen... Oh, ich habe Missplay gemacht. Ich hätte für eine Matschbombe gehen sollen. Oh, naja, egal. Puh. Läuft der Stream wieder flüssig, Leute? Schreibt mal in die Kommentare bitte, ob der Stream flüssig läuft. Wow. Und jetzt disconnectet er auch wieder. Also ich bin auf jeden Fall noch online. Und Trigger ist offline. Es will nichts klappen gerade. Meine Güte, ist es nervig. Naja, okay. Okay, Freunde. Neues Battle, neues Glück. Tut mir leid, wegen den technischen Schwierigkeiten, die hat man einfach ab und zu mal. Ich weiß nicht. Ja, yes, yo, ja, yo, yeah. Yo, ja, yeah, yeah. Okay. Alles klar, der Stream scheint wieder zu laufen, Freunde. Das freut mich auf jeden Fall. Schön. So. Und dank des Black Screens sind wir nicht mehr auf plus 1. Naja, was will man tun, ne? Was will man tun, Freunde? So einen technischen Scheiß muss auch immer mir passieren. Die ganze Zeit. Naja. Ist okay, Freunde. So, Yannick, nimmst du das Battle an oder wie sieht's aus? Ich glaube, das ist der Yannick. Der Yannick von der Gamescom oder so, ne? Kann das sein? Hä? Hatten andere gerade auch den Black Screen? Ich glaube, das war Twitch. Weil ich bin immer noch auf Nummer 1, weil Razer 0 Zuschauer hat und der macht einen 27-Stunden-Stream. Das heißt, dass ich nicht der Einzige war mit irgendwelchen Problemen anscheinend. Keine Ahnung. Okay, Freunde. Wir kämpfen auf jeden Fall gegen Yannick. Yannick, du hast unser Team gesehen. Du dürftest dich jetzt gut damit auskennen. Schade, dass wir das vorherige Battle nicht fertig machen konnten. Das war ein echt interessantes Team. Aber es sah ziemlich gut aus. Wir waren mit Gengar gegen Gardevoir drin und haben trotz den Hacks die richtigen Plays gemacht, würde ich mal sagen. Alter, okay, interessant. Wow, ein Rocker Pikachu. Okay. I see you, big dog.
Okay, okay, wir gehen ins Battle, Freunde. Wir gehen ins Battle online und gucken. Feuert ihn an in den Kommentaren, Leute. Übrigens, habt ihr mitbekommen, was der liebe Dingens auf den Dingens geschrieben hat hier? Oder muss ich das nochmal vorlesen? Streamtip.com. So, get started. Started, you go. Oh. Mega Absol, eines der stärkeren Pokémon. Ein super, super starkes Pokémon. Da kommt ein Tiefschlag. Der macht mir aber nichts. Der macht mir gar nichts. Weil das ist Eclipse und Eclipse. Kehrt wendet sich an der Stelle mal eben kurz raus. Damn. God damn. Okay, das hat ein bisschen was gemacht, ne? So, und jetzt zum Hardcounter für dieses Ding. Nämlich Sailor Moon. So. Also, Dark Jumper schrieb in seiner Spende. Ich weiß, er wird wahrscheinlich zu Arcani rausgehen, um den Hit zu resisten, aber ich gehe trotzdem mal auf Moon Blast. Dark Jumper schrieb, gut dich wieder zu sehen. Hoffe, jetzt kommen wieder mehr. Kommt wieder mehr. Und würde gerne mal einen Cherox, Mega Cherox bei dir sehen. Wie gesagt, das ist total möglich. Das ist voll in Ordnung. Er geht zu Pikachu rein. Alter, hat das gerade Damage gemacht. Huh! Könnte ein Missplay sein? Es ist ein Missplay. Okay! In Ordnung. Ich dachte, dass ein Sternhieb kommt, aber okay. In Ordnung. Naja gut, dann bleiben wir mal eben drin. Da kommt ein Donnerblitz, der nicht so viel macht wegen der Offensivweste. Und ich komme durch mit Siedewasser und kann somit das Pikachu rausnehmen. So, jetzt wechseln wir mal wieder zum Chat. Jawohl, Leute. Tropius ist da. Oho. Ein Drachentanz. Oh, und jetzt bin ich gespannt, was er machen will. Jetzt bin ich in der Tat gespannt, was er machen will. Ein drachentanzendes Tropius. Krass. Da muss er zurückrufen. Er hat keinen einzigen Angriff gegen Guzilla. So. Ah, natürlich, hätte ich predikten sollen. Hätte ich predikten sollen.
predicken sollen. Okay, Freunde. Easy. Wir stehen mal in the fight und so. In der Hoffnung, dass wir die Schallwelle tanken. Motherfucking God of Battle. Godzilla ist viel zu stark. Und jetzt frisst du ein plus 3 Erdbeben, mein Freund. Das war Lebenorb und nicht Wahlglas. Mit Wahlglas hätte es gereicht, Yannick. God damn. Das war's mit Filinara auf jeden Fall. So. Erkan schreibt, hey Sifron, ich finde es auf jeden Fall, korrekt von dir, dass du YouTube-Videos weitermachst. Super, also ich bin neu bei dir und freue mich auf dich und wäre geil, wenn ich mal drankomme. Ja, dann geh mal auf Twitter oder Facebook und tu mich da adden, beziehungsweise warte auf, ne, auf Anfragen von mir. Dann hast du die Chance, dran zu kommen. So. Turbo-Tempo, okay. Ich hätte rauswechseln können zu Mongo. Aber hey. Ist okay. Was ist das eigentlich für ein. Ist das Flashfire Arcani? Oder habe ich den Bedroher einfach nicht gesehen? I don't know. Hat es Blitz hier, ne? Diese Blitzattacke, Donnerattacke, Elektroattacke? Ich weiß nicht mehr. Kann sein. Ja, übrigens, Leute, herzlichen Dank für 12.000 Abonnenten. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ey, ihr seid einfach nur krass, Mann. Was soll ich denn dazu noch sagen, ey? Wow. Nice. Nice. Tja. Tja, tja, tja. Da kommt der Drachentanz und jetzt habe ich keinen Switchen mehr für das Ding. Aber wisst ihr, was ich habe, Freunde? Einen vierfach effektiven Eisstrahl. Und wenn ich jetzt nicht geparat... Läuft bei dir, mein Freund. Läuft bei dir, mein Freund. Die reichen aber nicht. Und der Eisstrahl kommt durch. Und das war's mit Tropius, Alter. Nehmt das nächste Mal ein Mega Lucario, würde mich freuen. Ja, dich würde es freuen. Tikni 9999. Aber viele andere würden sagen, Uber. Deswegen. Übrigens habe ich schon ein Battle mit Mega Lucario auf dem Kanal. Nachtieb kommt. Das interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, Freunde. Denn Eclipse teilt Schellen aus. Hangerlame. Zum dritten Mal oder so, ne? So, natürlich kommt jetzt ein Tiefschlag. Bup, bup. Alles andere wäre, naja, gut. Mega Absol outspeedet ja eigentlich, ne? Also wäre eigentlich ein Ding ins Ring gelegen. Hat immer noch Arcani, ne? Tja, egal. Wir gehen trotzdem für eine Mondgewalt. Hattest einen tollen Singkurs. Natürlich. Pokémon-Fan Sefi, willkommen zum Stream. Wie sieht's eigentlich mittlerweile wieder aus? Würde mich mal interessieren hier. Okay, also unsere Zuschauerzahl ist um 100 gedroppt. Das ist richtig krass, ey. Das ist echt krass. Mm-mm-mm-mm.
Okay, wir brauchen ein bisschen... Wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen hier in diesem Battle. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Müssen ein bisschen Druck aufbauen. So. Da kommt Flammenblitz. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Die Frage ist jetzt, zu was wechselt er raus, wenn ich jetzt auf Siedewasser drücke? Er hat nichts mehr für mein Lamus. Oder sehe ich das falsch? Schade. 100 Leute im Stream verloren wegen einem Blackscreen. Das ist echt ätzend, aber... Was will man tun, Leute? Was will man tun? Was will man tun? So ist das Leben. Du hast kein Switch in... Da haut er noch ein Turbo-Tempo raus. Und das Siedewasser nimmt Arcani aus dem Spiel. Sefi, lass doch mal kämpfen. Hab auch schon im letzten Stream gefragt. Dennis Gamer, du bist einer von vielen, die kämpfen wollen. Was soll ich dazu sagen? Bist definitiv nicht der Einzige. So. Das Ding ist, ich habe immer noch den Switch-In für dieses Teil hier und der Switch-In heißt Sailor Moon. Und Sailor Moon ist ziemlich böse und frisst diesen Nachthieb, als wäre es sein Frühstück. Das war sogar ein Crit, Alter. Tja, was hat er noch? Er hat noch Guard Jump und Guard Jump wird den Moonblast genauso wenig fressen wie, ne? Naja. Heißes Wasser ist immer noch Wasser. Es geht ja dabei nicht um die Temperatur, sondern es geht darum, dass das Feuer keinen Sauerstoff mehr bekommt. Und deswegen erlischt es ja. Ne? Hashtag Physik, Chemie und so. So, da kommt der Michael. Der Michael. Und jetzt bin ich echt gespannt. Was macht er? Erdbeben? Tanken wir. Eisenschädel. Natürlich. Aber sogar den tanken wir, Alter. Wow. Wow. Ja, komm, töte mich. Töte mich. Ey, ohne Scheiß, Leute. Diese Paras und diese Flinches. Immer in den behindertsten Stellen. Und jetzt killt er mich mit einem Crit. Meine Fresse. Ja. Gut. Dann eben so. Wir haben immer noch Mongo, der physisch defensiv ist. Und, naja, stimmt gar nicht. Er ist gar nicht physisch defensiv. Aber seine Defensive ist einfach so sky high. Er ist ein motherfucking fly. Und, wenn wir jetzt keine Full Para bekommen, dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Und da kommt der Eisstrahl. Huh! So, das war's aber auch schon mit dem vorletzten Battle, würde ich mal sagen. Wir werden noch ein einziges Battle machen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wow, es ist super still gerade. Es ist super still gerade. So, danke auf jeden Fall, Yannick. GG an dich. Ein gutes Battle, aber wie gesagt, Freunde, ich habe angekündigt, dass ich ein starkes Team mitnehme und heute ist es tatsächlich der Fall. Das Team ist tatsächlich so stark, dass bisher keiner gewonnen hat. So, und jetzt gucken wir mal, wer wird unser letzter Herausforderer sein für den heutigen Tag. Danach werde ich einige Friends Codes löschen und neue Herausforderer annehmen. So, der letzte Herausforderer des heutigen Tages ist Tim. Tim, nimm bitte den Kampf an.
mit dem Hashtag Schlingel haben wir den Tim hier. Ah, ist echt schade, Leute. So sau schade. 100 Leute. 100 Leute, stellt euch das vor. 100 fucking Leute haben wir verloren wegen einem Blackscreen. Naja. Ein Drittel unserer Zuschauerschaft. Das ist echt traurig. Aber hey, was will man machen? Wir werden vermutlich gleich noch ein paar mehr verlieren. Wenn wir denn noch was anderes spielen. Falls wir was anderes spielen. Und sonst schließen wir den Stream einfach mit einem Raid ab und dann ist auch gut. So. Ich muss mir überlegen, wann ich das erste Wi-Fi-Battle und die Egglock-Parts raushaue. Team hat ein sehr ähnliches Team wie Trigger. Sehr interessant. Aha. Starke Sache, starke Sache. In Ordnung. Schwierige Sache. Ich weiß nicht, mit was ich leaden soll, aber okay. Wir gehen mal mutig in den Kampf. In das letzte Battle. Und es geht los. Gegen den Tim. Interesting. Warte mal, hat er mit Ferrothorn geleadet? Das war so ziemlich das, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen kann ich easy peasy mal für einen Flammenwurf gehen und Ferrothorn rausnehmen. Denn genau das dachte ich mir, dass er versucht, Steinchen zu setzen oder so. Und somit haben wir einen First Turn One-Shot. Sprich, einen First Turn Kill gemacht. Nice. Ist es ein Mega-Altaria? Es muss ein Mega-Altaria sein. Alles andere würde keinen Sinn machen. Er ruft zurück. Zu was denn? Zu Lapras. Oh. Interesting. Ja, aber was willst du nun mit Lapras machen? Ich meine, ja, Lapras hat Donnerblitz, aber okay, dann sind wir jetzt mal gespannt, was er mit Lapras macht. Safe no homo. Yeah. Infected Dreams, willkommen zum Stream. Ich habe übrigens auch schon eine Person gefunden, die wir raiden können nach dem Stream. Er geht direkt? What? Wow. Deadplay. Wow.
that motherfucking play. Tja, das war's mit Godzilla. Krass. Ich dachte, er geht für einen Donnerblitz, anstattdessen geht er für einen Eisstrahl auf Lamos. Okay. 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 Okay, okay, okay. Godzilla wurde besiegt, ja, das kann ich sehen. Kleiner Bastard. So, jetzt geben wir aber Gas hier. Jetzt bin ich echt gespannt, was da reinkommt. Er ruft zurück. Zu was ruft er zurück? Zu Maxax. Oh. Interesting. Das ist ja mal interessant. Tja, ich glaube aber, Zoroark outspeedet Maxax. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir outspeeden und das ist ein plus 2 Abschlag, der jetzt gerade kommt. Huh! Mann, Digga! Das war sein Zoroark. Er hat ein Zoroark dabei. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Hätte ich verstehen müssen. Okay, wow, das war ein Crit. Das ist nicht nice. Das ist nicht nice. Denn jetzt überlebe ich... Na gut. Wir outspeeden auf jeden Fall und nehmen seinen Schlingel raus. Wow. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt gehen. Meine Familie möchte zum Weihnachtsmarkt. Hey, ich wünsche dir viel Spaß, Tiny Boy. Wirklich. Enjoy. So, das wird wahrscheinlich ein Mega-Altaria sein. Natürlich ist es ein Mega-Altaria. Was habe ich denn berat für dieses Mega-Altaria? Ich habe ein plus 2 Kehrtwende am Start. Und das wird wehtun. Auch wenn es ein Mega... Wow, das tut gar nicht weh, weil es Fee ist. Und Fee resistet fucking Käfer. Damn. Er resistet so ziemlich alles, was ich kann. Okay. 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 Let's get it on, bitches. Wenn jetzt kein Drachentanz kommt, dann bin ich... Wattschild, okay. Damn, Nyogo. Das ist ziemlich gut. Platan im Stream. Genau. So, weil da kommt jetzt eine Stab, sehr effektive Matschbombe. Mein Freund. Und Ferrothorn ist weg. Das bedeutet, du hast kein Pokémon, was resistet. Und das war's mit Altaria. Bap! Feder ist zurück, genau. Ja, die Sache ist jetzt die. Ich habe einen Donnerblitz da drauf. Und der wird wahrscheinlich nicht killen, weil es kein Stab ist, aber er wird ein bisschen Damage drücken. Ne? Und so. Kriege ich eine Para und eine Full Para? Ne, kriege ich natürlich nicht. Wo denke ich denn auch hin? Dass ich eine Para bekomme? Nee. Niemals. Naja, okay. King Superfly, willkommen zum Stream. Okay, was überlegt er so lange? Er ruft zurück. Und das habe ich wahrscheinlich predicted. Da kommt Maxax. Bap. Und dieser Spukball wird Maxax wehtun. Das hat fast gereicht für ein One-Hit. So. Banger XD, willkommen zum Stream.
So, das war's mit Maxax, einem riesigen Thread. Ja, diesen Crit hätte ich in der vorherigen Runde gebraucht. Danke! Ich hatte im gesamten Stream noch keine einzige Hex, die für mich waren. Merkt ihr was? Kannst du auch mal eine Silvester-Stream machen? Wird schwierig, mein Freund. Wird schwierig. So, das Problem ist, dieses Ding ist wahrscheinlich gescarft. Bye bye. Was auch immer da gerade kommt. Ein Flammenblitz. Okay. Ich nehme das gerne einfach mal mit. Bitte, danke. Bitte 3 Euro. So, das war's mit Flampivian, dem letzten riesigen Threat. Was er jetzt noch hat, ist ein totes Lapras. God damn. God diggity damn. So, Lapras kehrt zurück und Eclipse sealed das Battle mit einem fucking sehr effektiven Fußkick. Außer er hat Eisscherbe und crittet mich damit. Aber sieht nicht so aus. Das war's mit Lapras und das war's mit unserem Battle gegen Tim. GG, Tim. Was ist heute los, Freunde? Was ist heute los? Komm schon, disconnect. Nee, ich wollte gerade sagen, Alter. Was ist heute los, Freunde? Ihr könnt euch wirklich auf mein Team vorbereiten. Nehmt Power mit. Nehmt Threads mit, Freunde. Ich habe ja auch richtig krasse Sachen. Dann nehmt doch ein bisschen Power mit, Leute. Da muss doch jemand noch was aus der Preisbox mitnehmen. Sonst war die ja für nix. Ne, Freunde? So, schauen wir mal, wer noch online ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt unser letztes Battle für heute und dann machen wir den Raid, okay? Ich habe nämlich auch schon jemand im Kopf, wen ich raiden möchte. So. Wen haben wir denn da? Wir haben Xenia, wir haben David, wir haben Michael, wir haben Isibuya, wir haben Tim, wir haben Justin Alpharon, wir haben Barty Dragon, wir haben Melly, wir haben Gabriel, wir haben Gumgum, wir haben Arutin. Wen wähle ich denn aus? Wen nehmen wir denn? Wisst ihr was, Freunde? Wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Ich werde noch einen von euch hinzufügen. Und das funktioniert. Connect to Mobot. Oh, interessant. Skip. Danke. Den skippen wir mal wie den Lag Day. Ich werde jetzt einen Raffle starten. Schreibt Ausrufezeichen Raffle und dann euren Friends Code. Und dann werde ich jemanden ziehen und diese Person wird dann in meine Freundesliste reingetragen und wir werden ein paar Battles machen. Oder ein Battle machen. Ein paar Battles machen. Ein Battle machen, Freunde. So. Schauen wir mal. Freund registrieren via Internet. Der Raffle ist übrigens offen. Ihr dürft alle raffeln, meine Freunde. Ausrufezeichen Raffle und dann euren Freundescode. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, hier ist eure Chance. Das letzte Battle für den heutigen Stream. Ja.
Johannes Baum, willkommen zum Stream. So, der Raffle wird sich in wenigen Sekunden schließen. Ich würde gerne noch länger machen, Freunde, aber ich muss heute Abend leider arbeiten. Und ich muss noch ein bisschen was erledigen. Deswegen ist das hier das letzte Battle. So, und damit ist der Raffle geschlossen und ich ziehe jemanden. The fuck? Das ist gerade richtig komisch. So, close. Draw. Could not. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Raffles nicht. Ich resette mal den Raffle. Und ich open ihn. Open it. New Raffle. Enter and chat with. So. Und jetzt? Nix ist passiert. Userlist Raffle. Close. Draw. Es wurde niemand gezogen, irgendwie. Ah, hier muss man okay. Alles klar. Aha. Ah, nee, das war eine Userlist. Warum? Hä? Wisst ihr was, Leute? Ich tue einfach mal jemanden aus dem Chat auswählen. Das wird mir jetzt so dumm mit diesem blöden Raffle. Alter, es ist warm hier drin, ey. Diese Lüftung funktioniert ein Scheißdreck, ey. Heieiei. Wir nehmen Raffel. Raffle. Schreibt man das, meine Freunde. Nicht Raffel. Ihr seid geile. Richtig cool. Kann es sein, dass ihr das alles alle falsch geschrieben habt? Deswegen? Oder ist es einfach. Was ist das für ein Grund? Naja, okay, ich adde jetzt mal den. Was auch immer, ich weiß nicht mehr, wer das war. 09 973 25 0712. So. Diese Person werden wir jetzt battle. Prodromos, okay. Puh, Alter, ist es warm hier drin. Natürlich, jetzt muss das Ding hier läuten. Ich würde gerne ein Fenster aufmachen, aber da draußen herrscht so harter Baulärm, dass ich das leider nicht kann. So, Freunde, das letzte Battle steht an. Und nachher gibt's noch einen kleinen, lustigen Raid. Ich hoffe, dass diese Person bis dahin online bleibt. Und ansonsten müssen wir uns halt jemanden Neues suchen. Oh Gott, wie war nochmal der... Ey, gerade will mich alles stressen, ey. Wo war dieser Friends Code? Der ist gar nicht online. Ja, nice. Läuft bei dir. Irgendwie... Ah, hier ist er. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Alles klar, Freunde. Okay, auf ins letzte Battle. Puh, und da muss ich raus aus diesem Zimmer. Ey, es ist richtig warm hier drin. Boah. Ey, Leute, wollt ihr einen Trick sehen? Ich kann den Hut schweben lassen. God damn! Ja, das funktioniert hier jetzt nicht. Naja. Fail.
Okay, Freunde, das letzte Battle ist am Start. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal für die ganzen Spenden und die ganzen Follows bedanken. Und ich kann mir sein Team nicht aufschreiben. Nice. Und für den Support, Leute. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr nach so einer Abstinenz noch hier am Start seid. Ne, Leute? Herzlichen Dank dafür. Okay. Die Frage ist jetzt, mit was wird er leaden? Ich bin mit allem zufrieden, außer mit Magnezone. Magnezone-Lead wäre jetzt scheiße. Aber ich tippe mal auf Landris. Weil Landris ist ein immer guter Lead. Dimitros. Jawohl, da ist er, mein guter Freund. So. Da kommt natürlich der Bedroher, der interessiert uns aber nicht. Genau deswegen bin ich mit unserem Mongo geleadet. Damit er hier mit Landris reinkommt. Aber, meine lieben Freunde, ich predikte jetzt einfach mal waghalsig den Switch zu Magnezone. Und da kommt Magnezone. Und das hier, mein lieber Freund, ist ein Flammenwurf von fucking Mongo. Bah! Und das reicht fast für ein Two-Hit-KO. Das ist nice. Die Frage ist, was wechsle ich jetzt in einen Ball-Switch rein? Guzilla. Guzilla. Du bist Killer. Guzilla. Guzilla resistet nämlich den Wall Switch. Da hat er nachher zwar die Switch Advantage, aber er switcht. Pia. Wer zum Teufel ist Pia? Pia ist sein Milotic und damit habe ich gar keine Probleme. Damn. Das ist nicht so schlecht, Freunde. Ich muss mal den Chat hier wieder öffnen, sonst sehe ich euch nicht. So, jetzt seid ihr wieder da. Alter, Ice Orb? Oh! Ein defensives Pia. Alter, was macht mein Mitbewohner da draußen gerade, ey? Der ist richtig am Eskalieren. Okay. Toxin. In Ordnung. Ich bin dieses Mal nicht für einen Fluch gegangen, sondern direkt für eine Blattgeißel. Und die trifft. Und ich weiß, das ist ein defensives Ding, aber es ist eine Blatt. Wow, das hat gar nichts gemacht. Ho! Oh, damn. Aber er frisst halt immer Burn Damage, ne? Sephiron LP tritt den Schlingeln bei. Ich wusste, dass eine Genesung kommt, deswegen bin ich rausgeswitcht. Denn jetzt kann ich für den Donnerblitz gehen. Hashtag danke. Lassen wir das mal. God damn. So. Überwachung starten. Was auch immer das gerade war. Sodele, Freunde. Jetzt können wir für den Donnerblitz gehen und dieses Ding rausnehmen. Oder er switcht nicht raus. Okay, er lässt das Pia drin. Interessant. Er geht auf ein Siedewasser. Er kriegt aber keinen Burn. Und jetzt kann ich safe auf den Spukball gehen und muss nicht auf den Donnerblitz drücken. Außer er geht raus zu seinem... Er geht raus zu seinem, hier, Slack King.
um den Spukball zu tanken und nachher mit Abschlag zu outspeeden oder mit Dunkelklaue. Deswegen gehe ich jetzt für... eine Matschbombe. Eine Matschbombe ist der einzig richtige Play. Kommt Slack... nein, Heatran. Wow! Damn! Okay, das war nicht schlecht. Das war tatsächlich nicht schlecht. Die Frage ist, ist es Scarftran? Ich gehe mal davon aus, dass es Scarft ist. So, wir gehen jetzt mal raus. Zu Godzilla. Und da kommt ein Lavasturm. Wow. Und ich, er verfehlt. Was aber nicht wirklich gemattert hätte, weil wir resisten das hart und Godzillas Spezialverteidigung ist echt gut. Okay, ich habe ein bisschen overpredicted. Ich hätte dieses Ding rausnehmen können mit einem Donnerblitz. Schade. Na ja, okay, dann gehen wir für ein Erdbeben. Okay, er Toxic stallt mich. Das ist in Ordnung. Und jetzt wird er wahrscheinlich zu Landris rausgehen, nicht wahr? Um das Erdbeben zu tanken und mich zu Toxic stallen. Das bedeutet, ich kann zu Mongo raus. Entweder outspeeden wir oder... nee, er ist drin geblieben. Nee, er ist nicht drin geblieben. Er ist zu Landris raus. Ist er zu Landris raus? Er ist zu Landris raus. Genau wie erwartet. Genauso wie erwartet, meine Freunde. Und sein jetziger Switch-In könnte... gar nichts mehr sein, weil jetzt kann ich auf Siedewasser drücken und das wird nicht resisted von Magneson. Oh, aber er hat Abschlag. Damn. Alter, das war ein Crit, Mann. Wow. Der hat minimal gemattert, Alter. Krieg ich einen Burn dafür? Nein, krieg ich natürlich nicht. Fick dich, Alter. Ich habe noch keinen einzigen Burn im gesamten Stream bekommen, aber kassiere ständig Crits und... kann's doch nicht sein, ey. Tja, ich kann Mongo an der Stelle nicht sterben lassen. Mongo ist noch super, super wichtig für das Battle. Und da kommt natürlich die Kehrtwende für die Switch Advantage. Der einzig richtige Play. Jetzt wird er wahrscheinlich zu Heatran reingehen, um zu protecten, um Toxic zu stallen. Ne, er geht zu Schlappohr. Mit Mogelhieb kann das sein. Warte mal, Mega Schlappohr hatte Achtlos, oder? Oder Rauflust. War das Schlappohr oder Mega Schlappohr? Denn dann ist Gengar leider kein Switchen. Rauflust war mega. Okay. Okay, er wird auf jeden Fall Megan und Mogel hieben. Wegen dem Gift. Oder auf einen Eispunch gehen, kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall haben wir immer noch einen Switch-In und das ist Pixie. Pixie wallt das Ding ziemlich krass. Da kommt der Ice-Heap, okay. Macht nicht so viel, wir sind physisch defensiv, das passt. Und mit den Überresten können wir uns da schön entgegenheilen. Jetzt ist die Frage, was will er tun? Zu was geht er raus? Ich gehe einfach mal für eine Mondgewalt, ich überlege gar nicht so lang. Und wird er zu Heatran wahrscheinlich. Ja, Heatran war der einzig richtige Switch in. Flammenwurf hätte den Feuerfänger aktiviert und Mondgewalt wird sowas von hart gewallt. Ja. Ich hätte für Weichei gehen sollen. Hätte mir auf der Ebene wahrscheinlich mehr geholfen.
Ja, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. So, jetzt wird wahrscheinlich ein Dingens kommen. Lichtkanone. Die resisten wir, haben aber keine Offensivweste mehr. Und das ist das Problem, was Mongo hat zurzeit. Aber wir überleben auf jeden Fall noch einen. Das bedeutet, ich kann auf Siedewasser drücken. Er geht auf Toxin, okay. Dieses Heatran müsste weg sein. Dieses Heatran müsste tatsächlich weg sein. Nein, niemals. Wow, das ist speziell defensiv. Krass. Hart, Alter. Alter, nicht schlecht. Wir müssen das Game irgendwie kehren. So, Lichtkanone, okay. Wir müssen das Game irgendwie kehren, Freunde. Die Frage ist nur, wer outspeedet? Ich glaube, Heatran outspeedet. Weil jetzt wird er für ein Protect gehen. Oder wird er einfach so killen? Ich kann mir nicht leisten, dass Heatran outspeedet und deswegen für eine Attacke geht. Ich muss jetzt... Ja, ah, scheiße. Ich hätte zu Zoroark wechseln können. Ich hätte zu Zoroark wechseln können und aufsetzen können. Schade. Aber ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass Heatran outspeedet und mich rausnimmt. Deswegen, ich werde aber noch einen überleben, oder? Ja, werde ich. Das bedeutet, er müsste jetzt irgendwie rauswechseln. Wechselt er zu Lando? Ist es zu obvious? Ich gehe für ein Erdbeben. Ich muss. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss den Schwung wieder reinbekommen ins Spiel. Outspeedet ein Heatran kein Godzilla? Ich dachte ja. Er bleibt drin und wir outspeeden ihn. Damn, vierfach effektiv. Das war's mit Heatran. Wow. Wir konnten Heatran tatsächlich noch mitnehmen, Mikozilla. Okay, wow. Das ist super. Jetzt müssen wir sehr, sehr gut überlegen, was wir in den Kampf schicken. Er wird wahrscheinlich mit einer Heimzahlung kommen. Ne? Slaking. Slaking Heimzahlung wird wahrscheinlich kommen. Da kommt Letarking und will eine Heimzahlung reinhauen. Das habe ich angenommen. Und deswegen ging ich zu King Nappy raus. Jetzt ist die Frage, predicted er das Zoroark? Weil Gengar war eigentlich geschwächt. Wenn ja... Dann geht er für eine Dunkelklaue. Beziehungsweise für einen Dingens, ne? Alter, dieses Battle ist richtig spannend, richtig gut. Er spielt richtig gut, der Typ. Eigentlich müsste er wissen, dass Gengar geschwächt ist. Das habe ich ihm revealed. Beziehungsweise, das ist obvious. Das ist kein Two-Hit-KO. Damn. Oh, wow. Wow, 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 wow. Okay. Outspeedet er mich mit irgendwas? Er outspeedet mich mit... Mit Schlappohr. Mit seinem scheiß Mogelhieb. Und Schlappohr hat Rauflust. Aber Schlappohr wird gewallt von Sailor Moon.
Und sein Switch-In für Sailor Moon ist tot. Das bedeutet, ich kann... Ich kann auf den Schwerttanz gehen. Er wird diese Runde nicht angreifen können. Und ich weiß, dass ich outspeede. Und er weiß, dass er mit seinem Schlappohr reinkommen kann und mich jederzeit Mogel hieben kann. Aber ich habe Pixie. Und dieser Abschlag muss reichen. Ja, Wahlband. Ja, jetzt wird Pixie Schlappohr reinkommen und mich Mogel hieben, weil er hat kein anderes Pokémon, was mich outspeedet. Außer ein Scarfer. Außer es ist ein Scarfer. Wow, das Battle zieht ja richtig an, ey. Hui. Nicht schlecht. Nicht schlecht, meine Freunde. Da kommt Schlappohr. Predicted er Pixie? Ja, beim letzten Mal ist er direkt auf den Ice Punch gegangen. Ja, ich brauche diesen Switch. Ich brauche den Switch in. Ich brauche den Free Switch. Jo, wir gehen zu Pixie. Pixie wallt das Ding einfach. Da kommt eine Rückkehr. Ah, die bösen Damage macht, Alter. Die macht super bösen Damage. Kann ich denn... Nein, eigentlich brauche ich Pixie nur noch für Schlappohr. Valogladi macht easy den Rest. Und Mongo haben wir ja auch noch. Das heißt, ich kann für eine Mondgewalt gehen. Ich kann für eine Mondgewalt gehen. Okay, wenn das kein Crit ist, dann überleben wir diese Rückkehr. So, Mondgewalt... Sollte ein bisschen Damage machen. Alter, das reicht fast. Das reicht fast. Okay. Er geht safe auf Rückkehr. Natürlich. Er will mein Pixie raushaben. Die Frage ist, outspeedet Gengar ein Schlappohr? Ich glaube nicht, weil Schlappohr ist ein fucking schnelles Pokémon. Das Einzige, was wir an der Stelle noch haben, ist Mongo. Und der ist vergiftet. Aber ich habe mit Zoroark noch einen Free-Switch. Reißt Zoroark noch was in dem Battle? Zoroark outspeedet alles. Außer Schlappohr. Aber Mongo ist wichtiger. Und das ist mein einziger Free-Switch, den ich noch habe. So können wir mal scouten, was er macht. Wahrscheinlich einfach für eine Rückkehr gehen. Ja. Da ist die Rückkehr. Stört uns aber nicht, wir können Mongo so auf ein gutes KP-Level zurückbringen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Mongo am Start. Leider ist Schlappohr vom Typ normal, sonst hätte ich mit einem Schattenstoß von Valogladi killen können. Aber das Ding ist normal. Das bedeutet, wir haben keine Chance. Einfach so. Wir sind noch nicht gemegert, das bedeutet, wir werden eh nicht outspeeden. Weil das Ding einfach scheiße schnell ist. Und wo war jetzt nochmal das Bild? Da. Okay. Okay. Da kommt eine Rückkehr.
Sollten wir tanken? Es wurde nur unsere Offensivweste abgeschlagen und nicht irgendwie sonst was. Das bedeutet, am physischen Bulk macht sich da nicht viel. Ja, Schlappohr hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, ey. Heilige Mutter Maria. Der hat richtig reingehauen. Die Frage ist jetzt nur, was kommt rein? Magneson wahrscheinlich, ne? Pia. Nee. Das war das Ding. Die Frage ist, was will der machen? Outspeeden wir dieses Ding? Die Sache ist, er hat immer noch Lando. Will ich zu King Nappy? Er hat immer noch Lando. Oder will ich einfach für einen Psyshock gehen? Ich gehe raus zu King Nappy. Ich glaube nämlich, dass er für einen Recover geht. Und ich glaube auch, dass er mich outspeedet. Und wir haben beim letzten Mal den Donnerblitz nicht revealed. Das bedeutet, naja gut, wir haben den ganzen Stream lang revealed. Deswegen wird er eh wissen, dass wir Donnerblitz packen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, mit einem Donnerblitz zu killen. Er hat den Donnerblitz nicht predicted. Das bedeutet, dass Pia in dieser Runde vermutlich rausgenommen wird. Aber wir werden auch rausgenommen. Damn. Scheiße. Bitte töte. Ja, okay, Pia ist weg. Puh, dieses Battle, Alter. Gutes Battle. Egal, wer gewinnt, das war ein sehr gutes Battle. Jetzt hat er noch Magneson. Und da er die ganze Zeit mein Mongo gesehen hat und er braucht... Ja, er braucht sein Magneson. Andernfalls gewinne ich. Er braucht sein Magneson. Deswegen wird er jetzt zu Magneson gehen, oder? Das Ding ist, Valor Gladi tötet Magneson. Mongo tötet Landris. Aber Magneson tötet Mongo. Und Landris könnte hier Valor Gladi töten. Schwierig. Echt krass. Leute. Heftiges letztes Battle, Mann. Sorry, dass ich keine Kommentare lese. Das ganze Battle habe ich keinen einzigen Kommentar gelesen. Aber ich muss einfach... Ich muss mich einfach konzentrieren aufs Battle. Komm schon. Mach dein Play, bitte. Er ist wahrscheinlich hart am Kalken. Komm schon, mach dein Play. Scheiß auf Kalken. Ich kalk auch nicht nach, ob der Donnerblitz für dein Milotic reicht. Komm einfach rein. Und lass uns das Spiel zu Ende spielen. Fuck, er ist mit dem Meteoros reingekommen. Dammit. Und dank dem Bedroher reicht dieser verflixte Schattenstoß nicht. Der Schattenstoß reicht nicht. Das heißt, Valor Gladi muss jetzt ein Erdbeben tanken. Wenn er nicht das Erdbeben tankt, dann haben wir verloren. Fuck, das war das Worst-Case-Szenario. Wir outspeeden es! Auch ohne Mega-Entwicklung outspeeden wir den Meteoros und es überlebt. Die Psychoklinge. Wie bitte? Wie bitte? Es überlebt die Psychoklinge? God damn. God damn, god damn, god damn. Frissen Nahkampf, Digga. Das Ding überlebt die Psychoklinge.
Stab Psychoklinge. Ich weiß, wir sind minus 1, aber trotzdem, Leute. Was soll das? Die Frage ist jetzt, ist Magnezone gescarft? Wenn Magnezone gescarft ist, hat er gewonnen. Wahrscheinlich. Weil wir haben keine Offensivweste mehr. Wenn nicht, dann gewinnen wir. Und wir gewinnen! Oh mein Gott! Prodromos, Alter, GG, was für ein Game. Wir hätten noch ein fast volles Lamos gehabt, aber ohne Offensivweste. Das bedeutet, das war echt, echt, echt knapp, Freunde. Meine Fresse, das ein Battle. Holy shit, Alter. Ey, GG, Mann. Das krasseste Battle des heutigen Tages. Als Abschluss, danke dir dafür. So, Freunde, jetzt war es aber mit dem Stream. Ich werde jetzt den Raid starten und mich dann verabschieden von euch. Ihr fragt euch bestimmt schon die ganze Zeit, wen raiden wir denn eigentlich? Ich habe hier jemanden, der meiner Meinung nach Potenzial hat auf Twitch. Der Kanal sieht auf jeden Fall nicht mies aus. Wow, und diese Person ist jetzt offline. Okay, Lucky Jero Play, dann raiden wir dich eben nicht. Dann suchen wir uns jetzt eben einen Kanal, den wir raiden können. So, ich aktualisiere mal diese Seite hier. Puh. Wow, dieser Kampf, Alter. Heilige Mutter Maria, hat er mich gerade mitgenommen. Heieiei. So, dann gucken wir mal. Na, ich habe noch eine andere Person gesehen, die ziemliche Potenzial zu scheinen hat. Alleine was es Dingens anbelangt. Und irgendwie kommt mir der Name auch bekannt vor davon. Von dem. Aber okay. Lasst mich kurz koordinieren, Freunde. Lasst mich nochmal kurz sammeln. Damit wir auch hier alles richtig machen. Wo ist der Chat? Hier ist der Chat. Okay, Freunde. Raiden wir Razer? Nein, wir raiden nicht Razer, Freunde. Weil Razer ist schon die Nummer 1 auf Twitch. Was würde es in ihm bringen? Oder, ne, wir raiden irgendjemanden, keine Ahnung, der kleiner ist, der Freude dran hat. Razer, ich glaube nicht, dass Razer, also nichts gegen Razer, ich mag Razer, aber Razer, ich glaube nicht, dass er sich groß drüber freuen würde. Ihr könnt ja nach dem Raid zu Razer gehen, wenn ihr es wollt, aber wir raiden auf jeden Fall nicht Razer. Also hört auf mit Razer! Razer hat mich übrigens auch noch nie geradet, ne? So. Wenn es mal um das geht. Also, Leute, ich tue euch kurz erklären, was jetzt geht. Ich werde euch gleich einen Kanal in den Chat rein posten. Und auf diesen Kanal, auf diesen Link, klickt ihr dann, okay? Das bedeutet, ich werde jemanden gleich hosten und ihr werdet auf den Link in dem Chat, den ich reinschreibe, klicken, um zu ihm zu kommen. Denn ihr könnt nur in seinem Chat schreiben. Alles, was ihr in diesem Chat bei mir jetzt hier schreibt, wird er nicht lesen können. Das bedeutet, ihr müsst auf seine Seite gehen und ihm das in seinen Chat schreiben. Ich werde euch gleich den Link von seiner Seite posten, dann könnt ihr das tun. Und werde ihn gleich hosten. Bevor wir das aber tun, möchte ich mich aber nochmal bedanken. Für alle, die an einem Samstagnachmittag trotz anderen wichtigen, coolen Streams hergefunden haben und supportet haben. Wir haben ein paar coole Battles bekommen und ich werde die nächste Woche wieder starten mit Videos. Seid also gespannt, Freunde. Da wird noch ganz, ganz viel kommen. Ganz, ganz cooles Zeug. Ich habe jetzt einfach mal 3-4 Wi-Fi-Battles aufgenommen. Einfach so. Spaß-Battles, nicht irgendwie was Spezielles. Aber jetzt, danach, werden wieder Themen-Battles kommen. Monotypes und. Und noch ein paar neue Ideen, die ich in meinem Studio umsetzen will. Seid aber gespannt, Freunde.
das möchte ich noch nicht verraten, beziehungsweise noch nicht zu früh sagen. Das werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall Egglock, super spannende Parts. Seid auch da, auf jeden Fall dabei. Aber im Großen und Ganzen einfach danke. Danke an all die Subscriber, danke an all die Spender und fürs Kommen und fürs Posten. Dass ihr euch die Mühe gemacht habt, einen Link auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer zu posten und diesen Stream hier zu promoten. Danke dafür. Danke an all die Kämpfer, dass ihr euch Zeit genommen habt und Teams bereitgestellt habt. Und danke an alle, die jetzt beim Raid mitmachen und mich generell unterstützen. Leute, das muss einfach mal wieder gesagt sein. Ihr seid echt krass. Nach wie vor die Schlingel-Community zerberstet alles und wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast, meine Freunde. Danke für alles. So. Okay, Freunde, jetzt werden wir aber diesen Typen gleich mal hosten. Wartet einfach ein paar Sekunden. Ich werde jetzt diesen Stream umlenken und dann werde ich den Link von diesem Typen hier reinschreiben, okay? Und ihr schreibt alle ein einziges Hashtag in seinen Chat, und zwar das Hashtag der Schlingel. Hashtag Schlingel in seinen Chat. Und ich glaube, der Typ wird sich richtig, richtig freuen. Ich mache mich bereit, um das aufzunehmen. Und vielleicht werde ich es auf YouTube veröffentlichen oder was auch immer, je nachdem, wie die Reaktion ist. Aber ja. Danke auf jeden Fall nochmal für den Support, Freunde. Es geht los. Ich verabschiede mich. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Und tschüss, euer Sephiroth. Was? Sephiron LP ist now hosting? Before. LOL. 64 viewers? Yes. Okay. Yeah. Yo! Yo! Yo, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Chillt! Chillt! Es geht nicht ab! Alter! Einfach mal direkt hier voll zugespammt! Ich weiß auch nicht, wer mir da gefolgt ist. Destroyer XV! Danke für dein Follow! Oh mein Gott! Was geht hier gerade? Scheiße, was geht hier gerade ab, Mann? Ah, warte mal, ich muss auf die Seite gucken, ne? Ja, so macht das Sinn. Hallöchen! Leinart X! Prophylaxo, danke für dein Follow! Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum flimmert meine Scheißcam wieder? Yo, was ist denn jetzt los, ey? Kann doch nicht sein, Alter. Krass. Naja. Scriptex, danke für den Follow. Wie viele Zuschauer? 147. Nice. Nice, Freunde, nice. Cool. Schauen wir mal. Leider kann ich hat irgendeiner meinen Stream verlinkt, weil sonst... pinsifiziert, danke für den Follow. Leider, das geht hier ab. Leider können wir ihn nicht auf den ersten Platz bringen, weil wir selbst nicht erster Platz sind oder waren. Dank des Black Screens, aber okay. Grünes Licht, ist das echt so? Enorm. Nano Records, danke für den Follow. Alter, was geht denn jetzt hier ab, ey? Yo! Ich finde den Stream ganz cool, Tikini. So vom Layout und danke so. Für den Follow. Scheint ein junger, netter Herr zu sein, der vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat. So. Leute, ich danke euch nochmal. Auch euch auf YouTube, dass Blue ihr das... Flame X, danke für den Follow. Dass ihr das bis zum Ende guckt, das ist auch nicht selbstverständlich. Und für die, die neu dazugekommen sind, ja, erstmal möchte ich euch alle herzlich begrüßen. Und, Sei leid. Superfly Sam, danke für den Follow. Leise, wenn der Chef spricht. Nein, auf jeden Fall danke nochmal, Leute. Fürs Kommen und fürs Zugucken. Für den ganzen Support. Wenn ihr spenden wollt, Rito, danke für den Follow. Könnt ihr das auch gerne unten tun? In der Haut da raus! Also Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Und aber tschüss. Ich will eigentlich nur eine schöne Zeit mit euch haben. Und ja.